so macht er und es schaut gut aus. Er ist auf der Innenseite und er ist vorbei. Oder vielleicht auch nicht. Das sieht hier natürlich optisch ein bisschen anders aus. Ah, Olli reicht.
de la Source, sich jetzt vorbeizusetzen. Und den Versuch macht er und es schaut gut aus. Er ist auf der Innenseite und er ist vorbei. Oder vielleicht auch nicht. Das sieht hier natürlich optisch ein bisschen anders aus. Olli reit. So, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde des simulierten Motorsports. Ich begrüße euch recht herzlich zum heutigen Abend, zum Finale auf Bathurst der Porsche GT3 Cup Challenge. Und bei mir, wie gewohnt, am Mittwoch, jetzt muss ich noch mal den Stream kurz ausschalten, der nebenbei noch läuft. Aber wie gewohnt, an meiner Seite der liebe Adrian, der GPR Aqua 92, der... Ja, moin zusammen. Genau, du wirst heute auch wieder streamen. Ich werde dann auch gleich den Link nochmal reinstellen. Und ich schicke euch nochmal kurz ins Pausenbild. Der Server wurde neu gestartet. Und ja, Adrian, heute wird es, glaube ich, lustig. Für uns als Zuschauer wird es mit Sicherheit lustig, für die Fahrer vielleicht weniger. Wir sind heute in Bathurst, Mount Panorama, Australien. Ich behaupte jetzt einfach mal die meistgehasste Strecke in Assetto Corsa Competizione. Ja, das wird auf jeden Fall ein Spaß, die Bergsektion mit dem Porsche GT3 Cup zu durchfahren.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja schon einige Stimmen im Vorfeld einfangen können und es wurde mehr geflucht wie Optimismus ausgestrahlt. Also ich glaube, wir werden heute auch einige Boxenstops erleben. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Die Mauern sind nicht weit weg von der Straße, gerade in der Bergsektion oben. Und wie du schon richtig gesagt hast, die Fahrer, die freuen sich, glaube ich, wenn die Saison mit dem heutigen Rennen zu Ende geht. Ja, der Porsche Cup dann doch nicht. So gut handelbar, doch ein großer Unterschied zur GT3-Klasse, also zur, ich sage jetzt mal, normalen GT3-Klasse. Eresh, grüß dich, schön, dass du da bist. Und Fabi natürlich auch schön, dass du da bist. Und was schreibst du? Schönes 5 Euro, das ist schon 10 Meter nach dem Startziel knallt. Ja, die 5 Euro, die kannst du gerne spenden, wenn es nicht knallt. Das Donation-Konto kennst du. Und Matze, auch dich grüße ich natürlich. Ja, auch uns natürlich viel Glück, Matze. Danke dir. Genau. So. Ja, also wir nehmen gerne noch mehr Wetten an. Eigentlich keine schlechte Idee. Wir können ja die Wettgewinne einfach mal ins Spendenkonto richten. Ja. Also ich bin mir auch sicher, dass es auch das ein oder andere Mal krachen wird. Und die erste Runde wird mit Sicherheit heikel. Timo, da gebe ich dir recht. Der Timo wettet, dass es 50% des Feldes. Ja, das 50% des Feldes crasht in der ersten Runde. Ich lasse mich überraschen. Ach, es wird heute richtig lustig. Also ich freue mich drauf und freue mich natürlich auch auf die neue Saison. Heute das Finale. Wir schauen jetzt auch gleich dann kurz auf die Tabelle. Aber noch ganz kurz, liebe Freunde, die Vorschau. Es geht nämlich weiter mit der Sprintserie am, jetzt muss ich überlegen, ich glaube der 13. Januar ist es, glaube ich. Und zwar geht es da weiter mit dem Trofeo Cup. Also auch ein spezielles Fahrzeug aus Assetto Corsa Competizione. Und ich schaue jetzt gerade nochmal, ob das Datum stimmt. Das war der Porsche Cup. Wir sind dann beim Trofeo Cup. Hier ist er. Kalender. Und da sehen wir, ja, der 13. Januar. Wieder wie gewohnt jeden Mittwoch zwischen 9 und 10. 10 Minuten freies Training, 10 Minuten Qualifying und dann 30 Minuten Rennen. So, ich würde jetzt in der Zwischenzeit meinen Stream einmal starten, dann kriegen wir auch ein zweites Bild schon mal rein. Das Training ist ja mittlerweile gestartet. Genau, deinen Link habe ich auch schon mal reingepostet. Den können wir dann auch immer wieder mal reinposten. Und ich bekomme auch gerade wieder die Meldung, mein Audio mit einbeziehen. Das mache ich natürlich sofort. Wunderbar, also auf meinem Stream jetzt einen wunderschönen guten Abend, ein herzliches Hallo zum Finale des ACC Porsche GT3 Cups. An meiner Seite und der GPR Sino. Ja, hallo und grüßt euch. Schönen guten Abend. Ja, wir haben jetzt schon, wir sind jetzt mitten im Training schon. Haben jetzt noch 4 Minuten noch der Uhr. Wir haben jetzt 14 Fahrer bisher im Feld und ja, Planet Donovan, der zeigt uns gleich schon mal ein Beispiel, wie es nicht geht, aber wie es wahrscheinlich im Rennen ein paar Mal aussehen wird. Jawohl, und ich schalte mal auf Pace, der aktuell schon eine Zeit gesetzt hat. Da eine saubere Runde zu fahren, ist ja vielleicht schon die Herausforderung schlechthin, ne? Ja, also man muss halt bedenken, es sind nur 10 Minuten Qualifying. Von daher, jede unsaubere Runde, die macht gleich einen großen Anteil des Qualifyings kaputt. Dann hat man noch eine lange Outlap und es bleiben vielleicht, ja, sagen wir, 3 Runden für jeden Fahrer.
die man da mit einer sauberen Zeit setzen kann. Also es wird hauptsächlich, denke ich mal, darum gehen, da wirklich sauber durchzukommen und seine Runde nicht ungültig zu machen. Ja, absolut. Und Eric schreibt, er hat Angst. Also es sind hier auch sehr viel Emotionen im Spiel. auf jeden Fall. Es wird, ich glaube, der heute ohne Fehler durchfährt, wird das Rennen gewinnen, definitiv. Ja, und, also ich weiß, dass von den Fahrern, die hier heute mitfahren, einige fühlen sich auf dieser Strecke wohl. Gert The Rock ist einer von denen, der hat ja in der GT Masters schon eine exzellente Leistung hier gezeigt, auf Bathurst. Ja. Aber ja, ich stimme dir zu, es wird hauptsächlich darum gehen zu überleben. Ja, das glaube ich auch. Solange sie sich nicht gegenseitig behindern und ins Auto fahren, denke ich, wird es auf jeden Fall fair bleiben. Oh, und hier sehen wir auch, wer trifft denn da so um die erste, die zweite Kurve? Das ist Pace, der hier ins Grün kam und das Auto fast verloren hat. Aber wir blenden doch mal, weil wir eh nicht so viel Zeit haben, doch direkt mal die Tabelle ein und schauen uns mal den aktuellen Stand an. Du müsstest das jetzt auch gleich sehen. Ich schau mal, dass ich die noch mal ein bisschen hier verschieben kann. Möchtest du dazu was sagen, Adrian? Ja, dank des Fehlens von GT The Rock letzte Woche haben wir ein sehr spannendes Finale in der Einzelwertung heute vor uns. Wir haben auf Platz 1 und 2 die beiden ART-Fahrer, Quino und Daniel, mit 66 respektive 62 Punkten. Dahinter haben wir GRT The Rock mit 61 Punkten, also nur 5 Punkte Rückstand auf den aktuell Führenden. Also zwischen den dreien wird es auf jeden Fall spannend. Also GRT The Rock, wenn ich mich nicht komplett täusche, im Punktesystem, der erste 25 Punkte, der zweite 20 Punkte. Von daher, ja. Er hat es in der eigenen Hand. Er kann da tatsächlich den Sieg, den Titel noch aus eigener Kraft holen und muss sich nicht darauf verlassen, dass sie seine Konkurrenten weiter hinten landen. Ja, so ist es, so schaut's aus. Ich schau gerade, ob denn die Leute auch alle da sind. Also wir sehen, Quino ist da, Daniel ist da und auch GRT The Rock. The Rock hatte ja noch gemeldet, dass er eventuell nicht teilnehmen kann. Freie Training ist vorbei. Jetzt schauen wir mal, ob er direkt ins Qualifying umswitcht oder ob wir wieder den Server neu starten müssen. Das gleiche Problem hast du dann natürlich auch. Ich poste auch gleich nochmal deinen Link. Also hier nochmal an der Stelle der Hinweis, wer am Desktop sitzt, kann da auch gerne beide Bildschirme aufmachen, beide Streams. Ich habe den Link nochmal reingestellt. Und ja, Timo, die Tabelle, die kommt auch gleich wieder weg. Und dann. Also zur Tabelle gerade nochmal ein paar Worte. Ja. Natürlich haben auch GRT Oliver und GRT Arash noch eine theoretische Chance auf den Titel. Allerdings ist es hier natürlich so, dass Quino und Daniel und auch The Rock entsprechend ein schlechtes Rennen haben müssten, damit es noch zum Titel reicht. Arash hat rechnerisch zwar auch eine Chance, aber da wir aktuell 15 Fahrer sind und 15 Leute auch Punkte bekommen, ist es, glaube ich, wenn ich mich nicht komplett verrechne, auch. Doch, er kann auf 68 Punkte kommen. Theoretisch, wenn Quino 15. wird, Daniel 14. und GRT 13. dann kann auch Arash den Titel holen. Ja, also wir sehen, es wird heute sehr, sehr eng. Und ich glaube, heute entscheidet vielleicht auch so ein bisschen mehr das Glück als das Können, weil ich glaube, da oben den Berg durchzukommen mit dem Porsche Cup hat vielleicht auch ein bisschen mit Glück zu tun. Ja, ja, und ihr seht, ich muss leider wieder den Server neu starten. Die Tabelle lassen wir auf jeden Fall mal drin.
wenn du mit der Tabelle soweit fertig bist, dann blende ich einfach mal die Teamtabelle ein. Wir haben ja hier auch eine Teamwertung, die jetzt vielleicht nicht ganz so interessant ist, aber wir sehen auf jeden Fall ART eSports durch den Ausfall letzter Woche von The Rock und RZM Ballistic, der ja nach wie vor nur das erste Rennen mitgefahren ist, haben wir hier natürlich schon einen ordentlichen Vorsprung und da wird ART eSports den Titel, wohl den Teamtitel, sage ich mal, keiner mehr nehmen können. Genau so ist es. Also 45 Punkte könnten sind maximal zu holen für ein Team. Der Rückstand beträgt 42 Punkte, von daher ART eSports braucht nur 3 Punkte. Das wären Platz 14 und Platz 15. Also eigentlich müssen sie, wenn jetzt keine weiteren Fahrer dazukommen, nur das Rennen beenden und dann haben sie den Titel schon sicher. Ja, so sehe ich das aus und ich glaube sogar RZM Ballistic fährt heute auch nicht mit. Also von daher sollte das relativ klar sein. Ja, Tatsache. So, ich schaue doch auch gleich mal, ob die Onboards funktionieren. GRT, MB, AMG, ist der denn hier? Jawohl, da können wir doch gleich mal eine Runde anschauen, wie er oben über durch den Berg durchfährt. Aber das schaut sehr gut aus bei ihm. Sehr kontrolliert. Also ich glaube, heute besteht auf jeden Fall auch die Chance der etwas langsameren Fahrer. Weil wenn die da ohne Fehler konstant durchfahren, kann da auch mal heute das Podium ganz anders ausschauen. Ja, das denke ich auch. Also wer es hier wirklich auf Nummer sicher fährt und einfach keine Fehler macht, auch wenn die Pace nicht so gut ist wie die der Spitzenleute, sage ich mal, da ist auf jeden Fall dann auch eine außergewöhnlich gute Platzierung drin. Also wir haben es auch in der GT Masters, glaube ich, schon erlebt. Ich selbst bin noch auf Platz 5 gefahren, obwohl ich von der Pace da eher im hinteren Mittelfeld platziert war im Qualifying. Ich bin ja auch von Platz 12 gestartet und ich habe irgendwie geschafft, keine zusätzlichen Boxenstopps einlegen zu müssen. So, das ist deutsche Sprache, ist eine schwere Sprache. Ja, genau. Und ja, also wer es hier schafft, wirklich seinen Schaden gering zu halten und einen guten Rhythmus zu finden, ein bisschen Sicherheit in der Bergsektion aufzubauen, der wird hier auf jeden Fall ein gutes Ergebnis nach Hause fahren. Ja, so sehe ich es auch und ich denke, so wird es am Ende auch sein. Und wir schauen mal auf Grillig Pepe. Ich weiß gar nicht, ob er schon auf dem Server war. Er ist auf jeden Fall offline. Den schiebe ich mal ins Out. Wir haben McBride. Ne, McBride fährt hier sowieso nicht mit. Ballistic ist auch offline. Timo, die Arschmade ist offline. Wir schauen auf Airrash. Funktioniert die Kamera bei Airrash? Airrash ist, aber ich denke, er wird dann auch noch online kommen. Das schauen wir uns dann später nochmal an. Wen haben wir hier noch? Planet Donovan ist auch dabei. Der dürfte auch online sein. Jawohl, so schaut's aus. McGun, fährt McGun hier mit? Ich denke ja. Dann dürfte er auch online sein, weil McGun auch ein Fahrer, der immer seine Kamera quasi anschaltet, wenn er online ist. Aber wir sehen hier, wird sehr, sehr lange geladen. Ja, dann schauen wir da. Ja, währenddessen, noch mal. Währenddessen sind schon die ersten gezeiteten Runden gestartet. Oh, die erste gezeitete Runde ist schon noch ein Board. Wie kann das denn sein? Die sind doch gerade erst alle auf der Outlap. Donovan ist da scheinbar ein Fixer oder er hat eine Abkürzung gefunden. Oder das, ja. So, Teamtabelle weg. Wir ziehen das Menü nach oben und ihr habt freie Sicht. Ja, genau. Also es ist eigentlich, was da gerade abgeht, weil all die blauen Punkte, die über die Ziellinie fahren, die werden gerade gewertet. Oh, Donovan mit einer schönen Drifteinlage. Aber ja, wir haben mittlerweile schon zwei respektable Zeiten, würde ich behaupten, nämlich von den beiden E-Fahrern. Ja, so schaut's aus. Mit einer 205
2 und mit einer 2053. Und nicht weit weg auch GRT, Cirroc und Airash. Also da haben wir die vier Kandidaten auf jeden Fall, die hier in der Tabelle, in der Meisterschaft noch eine Rolle spielen können. Ich schalte nochmal rein. Ich meine, das waren sogar 5. Genau, der Oliver ist da noch. Ja, genau, der Oliver. Den hätten wir hier fast unterschlagen. Er steht aktuell noch in der Box. Ich glaube, er startet als letztes. Nein, jetzt ist er raus. Jetzt ist er raus. Wird wohl noch eine Zeit setzen wollen. Und ja, Timo. Du könntest dich auch ins Auto setzen. Ja, also das Qualifying auch schon zu mehr als der Hälfte vorbei. Also wir sehen, das geht hier sehr, sehr schnell und die Fahrer sind gezwungen, auf die Strecke zu gehen und einfach sichere Runden zu setzen. Wobei, ich hätte tatsächlich gedacht, dass die Abstände fast noch einen Ticken größer sein würden. Wir haben jetzt von Platz 1 auf Platz 11 aktuell 6,4 Sekunden, bis Platz 10 sind es dann doch nur 3 Sekunden. Ja. Bathurst, ja, wie gesagt, eine Strecke, die man wirklich in Fleisch und Blut haben muss, damit man da wirklich pushen kann. Und daher hätte ich gedacht, ja, dass wir da einige noch langsamere Zeiten sehen. Jetzt haben wir McGunn auch mit 6 Sekunden Rückstand, also mit einer 2.11. Aber im Mittelfeld ist es doch relativ dicht beisammen. Wir haben nur 9 Pace, hat sich mittlerweile auf die 4 gesetzt, ganz knapp vor Airash. Nicht mal eine Zehntelsekunde davor. Ja. Fabi, ich beende jetzt mein Schlusssatz. Zukünftig nach dem Stream heißt dann Keep Racing. Das war doch der Marc Sura, denke ich. Wenn ich mich nicht täusche. So. So, ich schreibe auch RT Oliver, der hat denn nämlich noch gar keine Zeit gesetzt. Fährt jetzt hier gerade frisch auf eine schnelle Runde raus und er muss sich sputen. Der hat jetzt, das ist sein vorletzter Versuch einer schnellen Runde. Also wenn es jetzt nicht klappt, dann bleibt nur noch eine letzte Chance, eine Zeit zu setzen. Und wenn er nochmal ein bisschen sich verbessern möchte in der Meisterschaftsplatzierung, dann sollte er zusehen, dass er vorne startet. Ja. Auch Fun Games noch keine Zeit gesetzt, ist aber auch auf der Strecke. Ja, so ist es. Und auch Grillage Paper noch ohne Zeit bisher. LMSE ist jetzt in Box, genauso wie MBAMG. Von daher, die beiden werden sich nicht mehr verbessern. Deren Zeiten sind fix. GRT, ja. MBAMG aktuell auf Platz 6, ich glaube. Wenn ich mich nicht komplett täusche, das wäre seine beste Startposition bisher in der Porsche GT3 Cup Challenge. Ja, das glaube ich auch. Schauen wir mal, ob da auch noch jemand vorbeiziehen kann. Jemand wie Oliver, wie gesagt, den haben wir hier gerade im Bild. Die Runde sieht bisher ganz sauber aus. Keinen Ausritt, keinen Wandkontakt bisher sehen können. Schauen wir mal, fährt jetzt auf die lange Gegengerade. Ich nenne es mal Gegengerade. Sehr, sehr uneben. Der Asphalt dort auf dieser Geraden mit GT3-Fahrzeugen ist es sehr, sehr. Ja, wenn man dann eine zu steife Abhängung fährt, kann es einem da mal in diesem Rechtsknick ordentlich raushauen. Ja. Ich glaube, mit den Porsche GT3-Fahrzeugen ist es nicht ganz so schlimm. Die haben grundsätzlich erstmal eine etwas weichere Aufhängung. Und wir haben gesehen, Oliver hat sich tatsächlich gerade ganz, ganz knapp vor Airash auf die 4 gesetzt. Ja, und wir sehen, GRT, Cirroc hat nochmal eine Zeit nachgelegt und Quino auch ist jetzt eine 2.047 gefahren und ich glaube, das ist die Pole. Ich glaube, da kommt keiner mehr ran. Cirroc ist noch auf einer Runde.
auf einer sauberen Runde. Und oben auf dem Berg haben wir Gelbphase. Da steht einer direkt an der Betonmauer, wenn ich das richtig sehe. Wer ist das? Das ist Visi mit der Nummer 145. Und die Verbindung von Airish heute extrem schlecht. Oh, The Rock hat aufgegeben. Oh, der setzt keine Verbindung. Der wird keine Zeit mehr setzen. Ja, die Verbindung von Airish ist wirklich sehr, sehr schlecht. Ich kann gar nicht beurteilen, warum die da so schlecht ist. Mm-mm. Hoffen wir, dass es da keine Disconnects gibt. Ja, das kann ich auch nur hoffen. Und ich kann auch nur hoffen, dass es dazu keinen Lex kommt. Und wir schauen mal auf ART Daniel, der jetzt gerade hier in der vorletzten Kurve ist. In dem weiß-roten Audi, Porsche, wie komme ich auf Audi? Ja, er hat aber schon langsam gemacht, also er konnte sich nicht mehr, doch, er konnte sich auch nochmal, er konnte sich nicht verbessern. Ja, die Zeit ist, glaube ich, nochmal ein bisschen besser geworden, aber es reicht nicht, um seinen Teamkollegen von der Pole Position zu verdrängen. Ich habe jetzt hier gerade noch GRT Oliver im Bild. Er ist jetzt der Letzte auf einer schnellen Runde. Ne, der Vorletzte. Quino ist davor auch noch. Aber ja. GRT Oliver geht jetzt hier durch die letzte Kurve. Quino, keine Verbesserung. Mal, und auch Oliver verbessert sich nicht mehr. Nein. Also, Starting Grid ist komplett. Wir haben eine ART, ein Front Row Lockout. Das heißt, 1 und 2 gehen an beide ART-Fahrer, Quino und Daniel dahinter, GRT The Rock auf 3 und GRT Oliver auf 4, GRT Airash auf Platz 5, das heißt, die Top 5 in der Meisterschaft starten hier auch auf den Top 5 Plätzen. Dahinter haben wir BM34 Fun Games auf der 6, gefolgt von seinem Teamkollegen BM09 Pace. Auf Platz 8 haben wir Sunshine IG. Dann in der fünften Startreihe Grillage Pepe und GRT MB AMG. Auf Platz 11 Planet Donovan, gefolgt von GRT LMS Evo auf der 12. Die Startreihe dahinter haben wir GPR Weezy und McGun. Und in der letzten Startreihe auf Platz 15 einsam der Mr. Kruppel. So, und ich muss jetzt das Spiel kurz neu starten. Ich hab's in der Zwischenzeit schon gemacht. Ich gehe noch mal kurz die Onboards durch. In der Zwischenzeit starte ich das Spiel bzw. joine dem Server und irgendwie scheint hier die Kamera von McGun zu hängen. Ich glaube, durch den Lockdown sind die Internetleitungen wieder extrem beansprucht. Timo ist sowieso nicht dabei, Grillig Pepe müsste aber dabei sein. Ne, ist auch offline. Okay. Dann haben wir heute nur zwei Onboards. Einmal mit Planet Donovan und GRT MB AMG. Und jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht zu früh dem Server joine. Ja, Grillic, Pepe, natürlich kannst du als Spotter auf uns zählen. Wir versuchen das Renngeschehen, soweit es geht, vollständig zu verfolgen und zu berichten. Jetzt bin ich, glaube ich, zu früh drauf. Opfer, bitte nicht. Ich glaube, wir haben ohnehin eine volle Formationsrunde, von daher die Runde ist sehr lang in Bathurst. Ich muss nochmal neu starten. Ich bin zwar zum richtigen Moment drauf, aber das Menü hat er nicht übernommen gehabt. Dann starten wir nochmal. Wir schauen uns die Formationsrunde an, mal von Donovan. Wir sehen hier, er startet von der 11, hat vor sich die 74, das ist GRT MB AMG, meine ich, auf der 10 dann.
So ist es. So, ich trete jetzt dem Server bei. Schauen wir mal, ob es bei mir funktioniert. Ja, das sieht gut aus. Wunderbar. Dann können wir das Feld hier verfolgen in der Formation Lab. Ja, wir, es ist natürlich keinem Fahrer verboten, den Stream mit anzuschauen und um zu hören, an welcher Stelle es da eventuell gekracht hat. Allerdings auch hier der Hinweis, wir haben im Stream mit Sicherheit eine Verzögerung zu dem, was wir gerade sehen, sprechen und dann kommt es bei euch ca. 10 Sekunden später an, also berechnet das bitte mit ein. So, mal schauen, ob sich hier schon in dem Berg einer rausdreht. Ja, das hatten wir ja schon mal in ja. dieser Rennsäge und das wäre natürlich ganz besonders bitter. Da an der Stelle, wo die Wand ganz nah ist. Aber bisher sieht das alles sehr diszipliniert aus. Ja, wäre vielleicht auch mal eine Idee, Pitlimiter einzuschalten und dann das Rennen im Pitlimiter zu fahren. Ja, aber ich glaube, es hat zwar noch keiner das Fahrzeug in die Wand gesetzt, allerdings haben wir leider zwei Kollegen, die ein bisschen geschlafen haben und das Rennen aus der Box starten werden. Das sind Sunshine IG und GPR Wheezy. Nein. Eigentlich Platz 8 respektive Platz 13 für diese beiden Fahrer vorgesehen. Die werden jetzt ganz nach hinten natürlich durchgereicht. Oh, da hat es tatsächlich. Oh, einen Abflug von Quino oder Daniel? Wer war es von den beiden? Das war Daniel. Daniel ist jetzt abgeflogen. Ich bin mir nicht sicher, ob es da Wandkontakt gibt. Und Donovan fährt auch durch die Wiese, aber ohne Anschlag. Daniel ist aber angeschlagen in der Betonmauer, oder? Habe ich das so richtig vernommen? Er ist aus dem Bildausschnitt rausgefahren, deswegen konnte ich es nicht sehen, ob er da tatsächlich die Mauer berührt hat. So, du bist vorne drauf, ich bin im hinteren Mittelfeld auf der 11 auf Planet Donovan. Genau. So, die Fahrer formieren sich jetzt in der Double File, also nebeneinander in Zweierreihen. Und ja, relativ früh, der Weg ist noch relativ weit bis zur letzten Kurve. Und der Weg dann aber ist relativ kurz bis zur Start-Zielgeraden. Ich bin mal gespannt, ob da alle um die Kurve kommen, wenn die Lichter auf grün schalten. Aber oh, ich sehe schon, Erich ist schon ein bisschen wackelig. Also das fährt das Auto nicht mehr auf der Strecke. Es fühlt sich an wie ziehen oder schaut aus, wie als ob es über die Strecke gezogen wird. Das wird sehr, sehr schwierig, denke ich. Vor allem in der Stadtphase und auf dem Berg oben. So, es geht auf jeden Fall los. Jetzt geht's los. Daniel hat sich direkt vorbeigesetzt an ART Quino und da hat The Rock direkt den Quino 1 auf den Arsch gegeben, hat ihn losgeschoben und Quino fällt da direkt zurück. Ich glaube, auch Oliver ist vorbeigeschlüpft und wenn ich mich nicht täusche, auch Erish. Von daher direkt mal 4 Positionen verloren. BM09 Pace ist an Fun Games vorbeigegangen. Ist es? Oh, ich bin mir nicht ganz sicher, das geht jetzt alles hier. Ja, doch, BM09 Pace ist an Fun Games vorbei. Ja, wir sehen es jetzt auch gleich. Werden die Zeiten aktualisiert? So, also ART Daniel übernimmt die Führung von seinem Teamkollegen, dahinter The Rock und GRT Oliver auf Platz 3, Quino auf 4, wieder an Erish vorbei. Jawohl. Aber ganz, ganz knapp bei der letzten Zeitnahme. X dahinter und Grillage Pepe ist an Fun Games ebenfalls vorbeigegangen. Aber die Abstände noch sehr, sehr klein, von daher, es sah bis auf diesen Schubser von The Rock ganz sauber aus, die Startphase. Ja, absolut. GRT MB AMG hat da auch einen Platz verloren. Planet Donovan
ist da wohl auch in der Startphase an ihm vorbei, in der ersten Kurve. Und dadurch Planet Donovan auf 9 und GRTMB AMG auf der 10 und ist bereits eine kleine Lücke. Und wir sehen vor Planet Donovan, haben wir gerade aktuell einen engen Zug, der da seinen Weg über den Asphalt sucht und auch fährt. Und mal schauen. Also bis jetzt, ich bin positiv überrascht und muss Fabi natürlich ganz klar widersprechen. Die 5 Euro, die dürfst du jetzt investieren. Die musst du jetzt in die Hand nehmen. Ja, wir haben es gehört, Fabi. Ich bin Zeuge. So, tatsächlich, also Arash hat wirklich große Probleme mit seiner Verbindung. Also das Fahrzeug, das leckt hier hin und her und ich glaube, er ist auch ein Hindernis für die Fahrzeuge um ihn rum. Also das ist sehr, sehr unangenehm, weil ich aus eigener Erfahrung da hinter einem Fahrzeug herzufahren, das schwer zu positionieren ist auf der Strecke, wegen einer schlechten Internetverbindung. Ja, und ich glaube, der BM09 Pace, der wird es jetzt auch relativ vorsichtig angehen. Der ist nämlich direkt dahinter. Ja, es schaut auch so aus, oder ist das eine optische Täuschung? Das Fahrzeug von Arash ist an der Front beschädigt, oder? Kann das sein? Ja, so den Eindruck hatte ich auch. Wobei, das könnte auch durchs Coding kommen, wenn man irgendwie einen Leck hat und der dann auf unseren Bildschirm sozusagen in der Mauer landet. Obwohl er es bei sich gar nicht ist, dann kann es da auch durchaus mal optische Diskrepanzen geben. Also darauf würde ich mich jetzt nicht verlassen, dass er tatsächlich so großen Schatten hat, wie es aussieht im Bild. Ja, Fun Games hat auf jeden Fall Plätze verloren, da hat er wohl einen Fehler gehabt. Hat Plätze an Grillig und Planet Donovan abgeben müssen und ist jetzt auf Platz 9 hinter Planet Donovan und ist sehr aggressiv. Will auf jeden Fall wieder nach vorne. Ah, jetzt ist der Abstand etwas größer, war direkt dran. Jetzt schauen wir mal, wie sich's am Ende der Geraden ausgeht. Na, jetzt hier auf der Geraden, da fährt auch der The Rock sehr, sehr dicht hinter Tadel. Gerade mal 2,5 Zehntelsekunden, aber dadurch, dass es ja... Oh! Und da ist Daniel beim Anbremsen aufs Gras gekommen, kann sein Auto gerade noch fangen. War beim Anbremsen sehr, sehr quer und hat hin und her geschlingert. Das sah schon so aus, als würde er sich ausdrehen. Aber jetzt hat der RT Rock die Chance in die letzte Kurve hinein, setzt ihn daneben und lässt ihm den Platz tatsächlich auf der Außenseite. Ich glaube, sie sind noch nebeneinander. Nein, Daniel kann diesen Platz auf der Außenseite tatsächlich behaupten. The Rock hat ihm da den Platz gelassen. Und The Rock schert dann hinter Daniel wieder ein. Jetzt der Profiteur davon ist natürlich GRT Oliver, der unter die Lücke, die fast 2 Sekunden betragen hat, schließen. Ist jetzt auf 1/2 Sekunde rangefahren an die beiden. Also wir haben jetzt ein schönes Dreierpack direkt an der Spitze und auch, wobei Quino ist da um 2 Sekunden dahinter. Er scheint nicht ganz die Pace mitgehen zu können, hat ja auch einen Schaden von auf der... am Heck von dem Treffer direkt in der ersten Kurve von The Rock. Von daher, das könnte ihn durchaus beeinträchtigen. Wird schwierig. Er kämpft ja natürlich um den Titel. Und wenn sein Teamkollege das gewinnt, dann ist der Fahrertitel zumindest futsch. Ja, also bis jetzt aktuell Daniel in Führung. Oh, aber da gab es einen Kuss. Da hat der Rock die Mauer berührt, seitlich. Der ist da sehr robust. Ja. Das macht, glaube ich, nicht so viel aus. Aber die Push sieht deutlich, dass sie pushen. Und jetzt haben wir eine gelbe Flagge in der Bergsektion. Wer war das? Oh, mehrere gelbe Flaggen. Oh. Und es ist McGunn. Unter anderem McGunn war betroffen. Ja. Sunshine IG, wenn ich das noch richtig gesehen habe. Jawohl, Sunshine IG und wer fährt den braunen Porsche, die 100... Ist das der Visi? Mit der 100, war das der, fährt den blauen Porsche? Oh, und jetzt haben wir wieder einen Angriff.
Entschuldige, in die letzte Kurve hinein. The Rock hat sich wieder seine Nase daneben gesetzt, aber hat zurückgezogen. Daniel da sehr, sehr vorsichtig beim Einlenken, lässt ihm da wiederum den Platz, aber es reicht nicht für The Rock, um vorbeizugehen. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, Oliver hat dann einen ganz guten Exit aus der Kurve 1 jetzt erwischt. Nimmt jetzt den Windschatten komischerweise nicht so gut mit, wie ich es erwarten würde. Aber ich glaube, selbst Windschatten in den Porsche GT3 Cup-Zeugen auf der Geraden ist es echt schwierig zu überholen, weil einfach die Fahrzeuge gleich sind. So ist es, ja. Und ART Daniel ist ja auch ein sehr routinierter Fahrer. Dem bringt auch so schnell nichts aus der Ruhe. Er wird da konstant sein Rennen versuchen zu fahren. Konzentriert sich nach vorne auf die Strecke und schaut weniger nach hinten. Weil er natürlich auch weiß, dass GRT The Rock ein Fahrer ist, der nicht mit der Brechstange. Und da kommt ein bisschen Eichweit raus, die Möglichkeit für Oliver. Ja. Nein, da kommt er nicht vorbei, aber wir sehen, es werden auch an der Spitze Fehler gemacht. Und wir haben jetzt noch knapp 20 Minuten, also ein Drittel des Rennens ist knapp vorbei. Und aber das ist genau das, was ich sagte. Die spielen da wirklich an der Spitze gerade nicht auf Sicherheit. Also die sind da und pushen und kämpfen um die Spitzenposition. Der Daniel, der konnte jetzt natürlich ein kleines Polster für sich gewinnen durch den Fehler von The Rock, und Oliver war da in dem Moment auch nicht nah genug dran, um zu profitieren. Aber ich denke, das wird innerhalb von ein, zwei Runden wieder zugefahren sein, die Lücke. Ja, das denke ich auch. Und Quino tut sich da wirklich ein bisschen schwer, obwohl der hier eine Hammerzeit hingelegt hat mit einer 2.04. Schau ich mal, GRT, MBAMG, nee, da ist zu weit hinten. Weil da hätte man vielleicht die Rundenzeiten sehen können, die da gefahren werden vom vorderen Feld. Der Airish kriegen wir noch mit drauf. Aber der kann die Pace der Spitze auf jeden Fall nicht mitgehen. Und Pace ist auf jeden Fall dran an. Ja, die fahren 207, 208, 207. GRTMB auch 207. Hinter ihm LMS Evo auch eine 207. Also die fahren alle sehr, sehr identische Rundenzeiten. Und wir schalten wieder ins Live-Bild. Ins Live-Geschehen. Und Airish und Pace ist an Airish vorbei. Airish hat dadurch jetzt einen Platz verloren. Schalten auch mal direkt zu Airish und direkt dahinter auch Grilling Pepe. Und wir sehen, das Fahrzeug, das wird über die Strecke quasi gezogen. Extrem unangenehm, wenn vor einem so ein Fahrzeug das Woppeln anfängt. Also sprich, fährt dann schnell nach vorne und lässt sich wieder zurückfallen und fährt wieder schnell nach vorne. Da kann man gar nicht Abstand genug lassen. Ja, der BMW 09 Pace, der wird jetzt drei Kreuze machen, dass er vorbei ist. Hin und wieder könnte ihn das zwar durchaus mal im Rückspiegel irritieren, aber besser im Rückspiegel als die ganze Zeit vorne ran jemanden zu haben, der tendenziell eher langsamer ist als man selbst und dann ja durch die Lags eben solche Probleme bereitet beim Überholen. Oh, jetzt hat Airish aber sein Fahrzeug in die Wand gesetzt. Wissen wir natürlich nicht, ob es wieder ein Lag war oder ob er es tatsächlich in die Wand gesetzt hat. Grillig Baby räumt das Schild ab. Also ich weiß ja nicht, wo du jetzt drauf warst. Airish war jetzt nicht in der Mauer, aber Grillig Pepe ist vorbeigefahren, verbremst sich und rutscht drüber. Heieieiei. Ja, gehen wir nochmal kurz ins Replay. Ich hoffe, wir haben die Durchfahrt durch das durch den Ding. Also herrlich, ist durch das Werbestyropor gefahren und 1000 Fetzen, 1000 Stücke fliegen durch die Luft. Und da kam er jetzt zu weit raus, war zu spät auf der Bremse, hat versucht zu überholen, aber da lag der Porsche dann doch nicht gut beim Anbremsen. Und es hat ihn natürlich richtig Plätze gekostet, ist jetzt von der 7 auf die 10 zurückgefallen hinter Planet Donovan. Und wir schauen mal, vorne wird es nämlich immer enger.
Akku, die Abstände sind noch relativ human. Daniel, GRT The Rock und Oliver sowie Quino dann mit 2,2 Sekunden dahinter auf Platz 4. In der Konstellation wäre Daniel der Champion der Porsche GT3 Cup Challenge. Aber wir haben noch knapp 20 Minuten, da kann noch viel passieren. Im Mittelfeld haben wir jetzt auch gerade einen ganz spannenden Kampf. GRT MB AMG muss sich hier verteidigen gegen LMS Evo. Allerdings fahren sie sehr diszipliniert hintereinander her in der Bergsektion. Jetzt geht's bergab und dann die letzte Linkskurve. Oh, und jetzt hat sich beim Anbremsen hat LMS Evo das Fahrzeug verloren in die Mauer. Und hat sich gedreht und ist in die Mauer eingeschlagen. Das wird ihn nicht nur Plätze kosten, das wird ihn auch sehr, sehr viel. Das wird ihm auch sehr, sehr viel Schaden eingebracht haben. Definitiv. Mal schauen, ob er an die Box fährt oder nicht. Also der Schaden, es schaut von den Lackschaden auf jeden Fall schon mal ein bisschen bitter aus. Aber die Frage ist, kann man damit noch fahren? Ich kann dazu gar nichts sagen. Ich bin den noch zu selten gefahren und kann es nicht beurteilen, ob man mit dem Fahrzeug auch mit einem größeren Schaden noch fahren kann und das Fahrzeug noch beherrschen kann. Und Grillig Pepe wieder an der gleichen Stelle. Gedreht, muss auch wieder den Platz abgeben an LMS Evo. Und Odafe, grüß dich, schön, dass du da bist. Wisi, warum er ganz hinten ist, wir hatten es nicht im Bild, aber es gab mal im Mittelfeld einen kleinen Stau, eine kleine Massenkarambolage. Vielleicht war er auch an der Box. Ich glaube fast, er war an der Box, weil plus zwei Runden spricht dafür. Nee. Die Sunshine IG und Weezy waren beide nicht in der Box. Das ist, fahren halt eine Runde hinterher, weil ich glaube, es gibt ja immer noch diesen Glitch, dass wenn man aus der Box startet und eine volle Formationsrunde hat, muss man quasi, sobald man aus der Box rausfährt, erstmal noch seine Formationsrunde absolvieren. Also die sind eine vollständige Runde zurück. Währenddessen muss ich gleich mal auf mein Bild hier lenken. Oliver hat da sein Fahrzeug mal kurz auch verloren, hat da auch die Mauer geküsst in der Bergsektion. Also auch er fällt jetzt den einen oder anderen Fehler ein. Ja, schön quer gekommen, schöner Powerslide aus der Linkskurve auf die Gerade hinaus. Aber die Abstände auch an der Spitze werden jetzt ein bisschen größer. Und Quino holt dadurch natürlich auch wieder ein bisschen auf. Eine halbe Sekunde knapp hat er aufgeholt. Und mal schauen, ob er da weiter aufschließen kann, um da doch nochmal einen Angriff zu setzen. An die Spitze, zumindest einen Platz auf dem Podium. Und da wird sich Quino mit Sicherheit ärgern. Ja, McGunn hat hat das Auto nicht abgestellt, fährt jetzt gerade wieder aus der Box raus, hat einen Boxenstopp eingelegt und reiht sich jetzt. Ja, GRT Oliver. Muss eigentlich ganz hinten sein, ja, so ist es, hinter Weezy, also ist jetzt auf den letzten Platz durchgereicht worden. Ach so, ja. Also fahren tut er jetzt gerade hinter Quino. Also Quino hat ihn gerade überrundet auf dem Weg zum Berg. So, wir schauen mal kurz auf Airrash. Aber seine Verbindung ist noch nicht besser geworden. Die Probleme, nee. Die hatten wir doch in den letzten Rennen bei ihm überhaupt nicht, oder? Nee. Also das ist jetzt auch das erste Mal, dass Airrash solche Verbindungsprobleme hat. Airrash lässt auch direkt GRT MB AMG vorbei. Und er ist ja nach wie vor auch nicht online. Sprich, er streamt auch nicht. Also er weiß wohl, dass er da aktuell eine schlechte Verbindung hat.
Oh, und jetzt hat er fast das Auto weggeschmissen. Fuhr da direkt über den Curb. Aber konnte das Fahrzeug noch beherrschen. Aber ich glaube, das wird heute kein gutes Rennen für Arash. Nee, ich bin auch selber gespannt, inwieweit er selbst denn jetzt davon beeinträchtigt ist, ob die Fahrzeuge um ihn rum für ihn hin und her warpen oder wie viel er davon mitbekommt. Ja. So, erstmal Sepp, grüß dich, schön, dass du da bist. Einen schönen guten Abend und ja, lass mich mal schauen, wann die Pre-Qualifyings für die Season 2 der GT Masters sind. Ich muss gerade kurz unterbrechen, denn wir hatten einen Führungswechsel. ART Daniel hat da einen Fehler gemacht aus der ersten Kurve raus und ist auf Platz 3 zurückgefallen. Ist jetzt direkt vor seinem Teamkollegen ART Quino. Das heißt, wir haben The Rock an der Spitze und jetzt nicht verrechne, er bekommt 25 Punkte, ART Daniel auf Platz 3 müsste 18 Punkte bekommen oder 17 irgendwie so. 18, das glaube ich. Das würde deuten, dass The Rock aktuell auf Platz 1 liegt in der Meisterschaftswertung. Ja, dann, wenn es jetzt so zu Ende gehen würde, wäre GRT The Rock Champion der Porsche GT3 Cup Challenge. Ja, es sind jetzt noch knapp 12 Minuten. Mal schauen, was passiert, aber ich glaube, The Rock, so wie ich ihn Stefan kenne, lässt er sich das jetzt nicht mehr nehmen. Er ist ja da ein sehr, sehr guter Controller-Fahrer. Ja, er fährt Controller und wird das Ding, denke ich, nach Hause schaukeln. Auch wenn sein Fahrzeug da schon leicht beschädigt ist, aber wir wissen, das bringt ihn nicht aus der Ruhe. Und wenn man ihn fragt, ob er was vom Schaden gemerkt hat, wird er sagen, er hat mit dem Controller nichts gemerkt. Ja, das mag wohl so sein, aber wir müssen im Hinterkopf behalten, dass dass der Vorfall aus der ersten Kurve durchaus gemeldet werden könnte. Also der hat da ja den Kino in der ersten Kurve, in der ersten Runde rausgeschoben und ja, unter Umständen könnte es sein, dass die Meisterschaft am grünen Tisch entschieden wird. Oh, oh, oh. Dann wird es aber bitter, außer er fährt 15 Sekunden Vorsprung raus. Und Sepp, um deine Frage zu beantworten, Pre-Qualifyings sind am 18.01. um 7 Uhr abends, am 19.01. um 10 Uhr vormittags, am 21.01. um 8 Uhr abends, am 22.01. um 10 Uhr abends und am 23.01. um 6 Uhr abends. Selbstverständlich gilt auch hier wieder die Regelung, wer nicht an diesen Terminen teilnehmen kann, kann natürlich sich entsprechend melden. Dann können wir da auch eine private Session machen. Möchte dazu aber anmerken, dass die Strecke dadurch sich nicht stark verbessern wird. Also je mehr Fahrzeuge beim Pre-Qualifying teilnehmen, desto besser wird natürlich auch werden auch die Streckenbedingungen. Das sollte mit berücksichtigt werden. Die Termine findest du auch im Discord-Channel von ACC World bzw. Racing World. Da bist du ja mit drauf. Schau einfach im Kanal ACC GT Master Season 2 unter Kalender. Da siehst du dann auch die Pre-Qualifyings. Okay, Daniel, hast du erstmal Norbert, vielen Dank für die Info. Du sollst doch bitte in Englisch mal kommentieren. Was? Wie was? Du wurdest im Discord gebeten, auf Englisch zu kommentieren. Ah, okay. Schreibt der Norbert. Ja, das lassen wir jetzt erstmal. Oh, wir haben hier gerade einen Zwischenfall. Wer ist denn das? Ich glaube, das war Fun Games und LR Evo.
Ja, Fun Games, auch mit einem stark beschädigten Fahrzeug, er wird jetzt direkt an die Box fahren. Und Apple hat mittlerweile auch in der Zwischenzeit, während du erzählt hattest, sein Fahrzeug in die Box nicht abgestellt, denn er fährt in diesem Moment wieder raus. Hatte da offenbar und einen Schaden. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Oliver an The Rock vorbei. In der ersten Kurve den Berg hochwärts, aber The Rock kontert. Sie fahren gerade nebeneinander. Nein, Oliver ist vorbei, aber trotzdem The Rock ganz knapp hinten dran. Jetzt nicht verbremsen, Olli. Ein unglaubliches Manöver. So, nur fürs Protokoll. Wir haben jetzt zwei Fahrzeuge gerade in die Box einbiegt sehen. Das waren nämlich LMS Evo und BM4 Fun Games. Die werden jetzt hier ihren Schaden reparieren. Beide mit sehr, sehr stark havarierten Fahrzeugen. Aber ja, was hat das für Auswirkungen jetzt an der Spitze, wenn Oliver pinnt und The Rock Zweiter wird? Ich habe hier gerade mal das Punktesystem vor mir. Der Sieger bekommt 25 Punkte. Der Zweitplatzierte 20. Der Drittplatzierte 16 und der Viertplatzierte 13. Das heißt, GRT Oliver würde 25 Punkte erhalten. Er hatte, wenn ich mich nicht täusche, 54 Punkte. Wäre dann bei 79. GRT The Rock erhält 20 Punkte. War bei 61, wäre dann bei 81. Also knapp vor Oliver noch. ART Quino war bei 66 Punkten. Er würde für den dritten Platz 16 Punkte erhalten und hätte damit 82 Punkte, wäre damit einen Punkt noch vor The Rock. Und Daniel auf Platz 4 würde 13 Sorry. Punkte erhalten. Es gab, glaube ich, gerade einen Disconnect. The Rock ist raus. Planet Donovan fährt in die Mauer. Ja, The Rock ist raus. Tatsache. Jetzt dürfst du nochmal von vorne anfangen. Yes. Adi, jetzt fangst du hier nochmal. Komplett anders. Ja. Oh, das ist wirklich sehr, sehr bitter. Ich habe nur noch gesehen, wie das Auto abgeflogen ist. Und da ist Rock abgeflogen. Und leider ein Disconnect. Das wird ein Rage Quit gewesen sein. Das sah nach einem Rage Quit aus. Wildes Bremsmanöver da von ART Daniel, aber ja, was hat das jetzt für Auswirkungen? GRT Oliver, wie gesagt, immer noch mit 79 Punkten, allerdings ART Quino und Daniel bekommen jetzt mehr Punkte. Quino wäre dann mit 86 Punkten auf Platz 1 und Daniel mit, er bekommt 16 dazu, hat jetzt 62, hätte dann 78. Er würde tatsächlich hinter Oliver zurückfallen auf Platz 3 und Oliver würde sich auf Platz 2 vorschieben. Also ja. Auch mit der jetzigen Situation hätten wir dann ein bisschen Bewegung in der Meisterschaftswertung. Weezy hat mittlerweile auch sein Fahrzeug abgestellt. Ich denke nicht, dass er jetzt noch mal rausfahren wird. Das glaube ich auch nicht. Timo, danke für deinen Tipp, danke für deine Unterstützung und vielen Dank für deine Spende. Großartig, wie uns da, wie du uns unterstützt. Es ist nicht deine erste und ich glaube auch nicht, es wird deine letzte sein. Ganz dickes Dankeschön an dich, lieber Timo. Und ja, vielen Dank. Und Diesel, my English isn't so good, so we commentate in German, because maybe Adrian can talk in English. Sorry for that. I can at least say a few sentences in English to our IART colleagues. It looks like not only team championship but also the individual drivers championship is going to your team, so well done guys, and congratulations on that, and I'm glad you have joined us, although we are commentating in German mostly, so
thanks for watching, guys. Cheers. Ja, ich bin gerade dabei, das mein Podium vorläufig zu erstellen. Also du darfst gerne weiter kommentieren, sag mir, wo du bist und dann schalte ich da mal zu. Aber wir sehen die Abstände jetzt relativ groß. Und ja, richtig eng wird's hier, ist es noch nach wie vor an der Spitze mit GRT Oliver, Quino und Daniel. Alle innerhalb von 3-4 Sekunden. Und da schalten wir mal auf Quino, der hier praktisch hinter Oliver und vor Daniel fährt. Ja, also tatsächlich, das Feld ist jetzt sehr, sehr weit auseinandergezogen. Wir hatten ja den einen oder anderen Boxenstopp gesehen und auch den einen oder anderen Einschlag. Ich glaube, Donovan, obwohl wir ihn schon, glaube ich, zweimal haben Pirouetten drehen sehen, scheint weiterhin mit Schaden durchzufahren. Ja. Vermutlich ist er der Meinung, mit seinem Schaden lohnt es sich nicht, in die Box zu fahren, denn in der Box verliert man natürlich auch eine Menge Zeit. Von daher, ja. Eigentlich, wie du richtig schon sagtest, nur an der Spitze ist es noch relativ eng. Wir haben aktuell GRT Oliver an der Spitze, 1,5 Sekunden vor ART Quino und ART Daniel ist nochmal 2,6 Sekunden dahinter. Ich denke mal, Quino, der wird jetzt hier nicht mehr allzu viel riskieren. Zumindest, weiß ich nicht. Wenn er sich vorher den Tabellenstand eingeprägt hat, dann wird er wissen, wie viele Punkte er holen muss, damit er sicher den Sieg nach Hause bringt. Ansonsten könnte er hier sich selbst unter Umständen fälschlicherweise noch unter Druck bringen. Das beobachten wir mal weiter. Aber im Moment sieht es nicht so aus, als würde er hier übermäßig pushen. Der Abstand zu Oliver bleibt relativ konstant. Und auch ART Daniel dahinter scheint nicht aufzuholen. Wir haben jetzt hier noch etwas mehr als eine Minute. Das heißt, die Fahrer sind jetzt gerade zum vorletzten Mal auf der langen Geraden. Ja. Und dann geht's in die letzte Runde. Und dann wissen wir auch mehr. Dann können wir das Rechnen anfangen. GRT The Rock spielt keine Rolle mehr. Demzufolge wird die Vorfallmeldung wahrscheinlich nur noch die Plätze 3 und 4 beeinflussen. Womöglich sogar Wahrscheinlich noch nicht mal, weil GRT Oliver da jetzt natürlich auch noch mit dem Sieg die volle Punktzahl mitnimmt. Und genau, wie ich sagte, er wird bei 79 Punkten sein. Mit seinem Sieg jetzt hier. Quino wird bei 86 Punkten sein. Und Daniel wird bei 10 plus, was hatten wir gesagt? 72. Der wird bei 78 sein. Von daher, Daniel. Ja, taktisch wäre es tatsächlich vom ART Team klug, wenn sie jetzt noch die Plätze tauschen würden, weil dann wäre ART Quino in der Einzelwertung Platz 1 und Daniel würde seinen zweiten Platz behalten. Also, wenn die Jungs hier Team Orders haben, Team Radio, dann sollten sie vor der Ziellinie noch Plätze tauschen. Aber wir sehen hier gerade Quino, der holt jetzt hier auf der letzten Runde doch nochmal ein bisschen auf. Der Abstand nur noch 8 Zehntel und schauen wir mal, ob da eventuell sich nochmal die Möglichkeit ergibt auf der langen Geraden. Ja, ich denke, Oliver ist da vielleicht ein bisschen jetzt nervös. Es wird hier dann sein erster Sieg, glaube ich, in der Porsche Cup GT3 Cup Challenge. Und möchte es jetzt natürlich auch sicher nach Hause bringen. Dann fährt man automatisch auch ein Stück langsamer. Ja, Quino denkt sich, ich habe nichts mehr zu verlieren, entweder jetzt alles oder nichts, weil der erste Platz, der sollte ihm da relativ sicher sein. Ja, es sei denn, er schießt sein Auto so heftig ab, dass ihn da noch einige Fahrzeuge von weiter hinten überholen, aber
Ja, so weit weg, so weit weg sind die nämlich gar nicht. Die sind auch schon auf der Geraden. Und auch Pace, ja. Genau. Aber. Oh, ah, jetzt kam nochmal der leichte Fehler. Ja. Kam doch nochmal gefährlich nah ran, aber jetzt ist die. Jetzt ist der Keks gegessen und sag das nicht. Da ist Oliver nochmal. Ja, da ist er nochmal ordentlich über den Curb gefahren, oft in der letzten Kurve, aber fährt das Ding hier nach Hause 2/10 Sekunden. Ja, vor unglaublich. ART Quino auf Platz 2. Ja, herzlichen Glückwunsch, Congratulations, Quino, GRT Oliver, ART Quino und ART Daniel auf Platz 4. BM09 Pace und da ist aber einer hinten geradeaus geschossen. Ich weiß gar nicht, wer das war mit seinem weißen Porsche. Ich glaube, das war Daniel. Nee, keine Ahnung, wer das war, wer hier doch einen weißen Porsche fährt. Hier sehen wir. Ich glaube, Arash hat einen weißen Porsche. Ach, der lag eine Runde zurück, genau. Ja, das kann ja, Arash gewesen sein. Und dann haben wir hier auf Platz 5 GRT MB AMG. Auch hier im letzten Rennen nochmal ein Top-Ergebnis. Ebenso ja. Auch Grillig Pepe mit dem Platz Nummer 6. Planet Donovan auf der 7 fährt in diesem Moment auch über Start und Ziel. Und auf Platz 8 ein bisschen im Hintergrund gewesen, aber Mr. Kropel, congratulations for your... Ja, auch ein starkes Ergebnis für ihn. Platz 8. Ja. Dahinter die Überrundeten auf Platz 9 GRT LMS Evo. Auf Platz 10 GRT Arash, der hier ordentliche Verbindungsprobleme hatte. Sunshine IG landet nach seinem Startpatzer. Der ist ein bisschen aus der Box mit einer Runde Rückstand gestartet. Auf Platz 11 am Ende Fun Games hatte zwischenzeitlich einen richtig heftigen Schaden zu reparieren. Landet auf Platz 12. MacGun, auch er war in der Box, auf Platz 13 und Weezy. Hat das Fahrzeug mitten im Rennen dann abgestellt, ist auf Platz 14 gewertet. Nicht ins Ziel gekommen ist leider GRT The Rock. Er hatte einen Disconnect oder Rage Quit, wie auch immer. Ja. Ich verabschiede mich jetzt erstmal, bevor du die Hymne spielst. Alles die Interviews klar. Gibt's wie gewohnt auf deinem Kanal, aber meinen Stream kann ich schon mal beenden. Das ist sonst langweilig, wenn man die stehenden Autos in der Box sieht. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und ich weiß noch nicht genau was, aber ich werde mit Sicherheit mit dir, Sori, zusammen nächstes Jahr irgendwas zusammen kommentieren. Von daher. Hören wir uns auf jeden Fall auch im neuen Jahr wieder. Genau, so ist es. Wir halten euch offen auf unseren Discord-Servern auf dem Laufenden. Also, macht's gut, schönen Abend. Ja, von meiner Seite auch. Tschüss. So, und damit starten wir das Podium. Ein tolles Bild, ein schöner Abschluss. Herzlichen Glückwunsch, GRT Oliver. Ja, das war sie, die Hymne. Und ich versuche hier gerade noch die Ehrung der Einzelwertung fertig zu machen. Und wir können auf jeden Fall schon mal sagen, das Team ART eSports hat sich klar den Teamtitel geholt. Und dadurch schwimmen wir auch noch mal kurz die englische Nationalhymne. Congratulations, ART eSports. Hallo. Hi, Quino. Hi. Hello, guys. We're live in the stream.
thanks for joining. I think we're listening to the British anthem, national anthem at the moment, so that's all now. Okay, congratulations, IRT, Esports, Quino and Daniel. And the interview is, you talk with Adrian, but his English is much more better than mine. Okay. So first of all, guys, Quino and Daniel, congratulations for winning the team championship in the Porsche GT3 Cup Challenge, and also congratulations, Quino, to you for winning the individual title. Thanks. So it was an exciting one, we think, actually, an exciting final. It was quite a bit of calculating we had to do here in our commentating room. So it looks like actually, Daniel, you have fallen behind Oliver. So it's P3 in the championship for you, but let's start with the overall winner, Quino. Once again, congratulations. Tell us about the race. We've seen a incident in turn one with the rock, actually. How's that happen? I don't know if he actually touched me or not. I thought he was going to hit me, so I lifted off the brakes, but I didn't feel any contact behind. Oh, okay. So actually there was no contact, but it cost you, I think, four positions in the first corner. So it was... Just tried to get him back. It's all right. Yeah, so it was exciting to watch you guys swapping positions front and back, and it was a really, really fun race to watch. How did you get along with the track overall? It was alright, actually. Towards the end, I started setting really fast lap times. I was getting in the 204s, but I was just trying my best to get in front of Oliver. Yeah, it was actually an exciting finish. Oliver made a mistake in the last corner. I think if the finish line would have been a few meters further down the straight, it might have been a win for you. Yeah. I think it was less than 2 tenths, I think. I finished behind him. Yeah, it was. So, really, really nice to watch. Yeah. So, congratulations again, Daniel. Thanks. How about you? How are you feeling now after the race, knowing that you finished in P3 overall? I'm feeling alright. I made the mistake about halfway through into turn one. I just missed a breaking point, and it was just damage limitation from there. I did my best in the end, but yeah, I'm happy with P3 in the title. That's it. Would like P2, but it was my race to lose for most of it. Yeah. We were actually wondering if you guys were in a chat together while racing, because I think, if I am not mistaken, if I calculated that correctly, if you would have swapped positions, Quino would have still won the overall championship, but you would have ended up in P2. Yeah, we realised that afterwards. We didn't really know what the point system was too well, so I had a little look afterwards when we realised that, but it's fine. Any chance of a penalty for Quino? Yeah. But yeah, I'm fine with P3. It was a good race, fun track. Everyone was quite clean at the in the race today. It was really intense. Yeah. I feel like you two guys especially were actually getting quite quickly used to the car. Yeah, it's not the easiest thing to drive, especially around here. It's lack of traction control is challenging. I mean, we've seen a lot of people struggle during the course of
of the entire championship, but it seemed like you two were getting up to speed really quickly in that championship. So, well, if you ask me, a well-deserved win for overall championships, for both overall championships. Mm-hmm. Thank you for the nice and close, clean racing you delivered. Yeah. And yeah, we hope to see you in the next championship as well, in the Super Trofeo. Yeah, did you sign up for that actually? No, I've been looking at it. It looks quite interesting. Yeah. So we would be glad if you joined us for that. Mm-hmm. I'm sure I will. Yeah, I'll probably sign up as well. It's fun racing this one. That's good to hear, guys. That's good to hear. Okay, let's move on. We've got some guys joined the party. Yeti Oliver. Mm-hmm. Yeah. Also, I'll just switch back to German. I'm sorry, guys. That's alright. Also, Oliver, herzlichen Glückwunsch zum Sieg und herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz in der Gesamtwertung. Durch den Sieg bist du da nochmal vorgerutscht. Cool. Das ist nicht schlecht. Das freut mich. Ja, also das sah relativ souverän aus. Ich glaube, du hattest da zwischendurch mal den einen oder anderen Fehler, aber alles im Rahmen, oder? Ja, manchmal teilweise mich auch immer weggekommen hier von den ART-Jungs da. Immer zwischendurch mal und dann halt letzte Runde war Katastrophe. Hör auf. Ja, das war das eine sehr, sehr spannende letzte Runde. War Katastrophe. Ja, also ich glaube so einen engen Zieleinlauf hatten wir in der gesamten Rennserie bisher noch nicht. Ich habe auch nicht so gedacht, dass ich so weit vorne liege, von den Zeiten jetzt her. Mhm. Dann habe ich aber gesehen, dass ich Vierter war. Okay, alles klar. Dritter muss sein oder so, oder Vierter. Also ich wollte mindestens den vierten Platz halten. Und da habe ich halt gesehen, dass in der ersten Kurve schon, da wo Daniel abgeräumt wurde. Quino war es, glaube ich, ja. Quino. Dass er irgendwie rausgerutscht ist, keine Ahnung, oder zweit rausgekommen ist. Und Dritter, alles klar, läuft. Und dann habe ich halt The Rock gesehen, dass er andauernd Fehler gemacht hat, wie man glaube auch bei euch gesehen hat. Ja. Ja, und dann halt in der einen Runde, wo ich halt ziemlich nah reingekommen bin, wo ich nach der ersten Gerade, bei der ersten Gerade habe ich halt nur überholt. Und da war schon klar, er hat einen Fehler gemacht und hat einen Schaden. Ja, einen Schaden gehabt. Ja, er hat leider auch die Lobby dann verlassen. Schade. Weiß nicht, ob wir ihn später nochmal zu hören kriegen, aber ja, du hast natürlich noch profitiert, aber nach Leistung heute auch verdient, würde ich behaupten. Also starkes Rennen und nochmal von meiner Seite aus herzlichen Glückwunsch. Danke. Sag uns noch vielleicht zum Abschluss, wie hast du, wie fandst du insgesamt die Rennserie hier im Porsche GT3 Cup? Ich freue mich schon auf die nächste Meisterschaft. Porsche. Mit dem Porsche? Ja. Okay, also das Fahrzeug magst du also, das fährst du gerne? Das fahre ich gerne, ja. Okay, also in der nächsten Meisterschaft sind wir erstmal wieder im Lamborghini Super Trofeo unterwegs. Ja. Hast du dich dafür angemeldet? Noch nicht. Noch nicht? Hast du es vor? Ja. Ja, sehr gut. Also auch an den Team vielen Dank für das tolle Racing, das du hier geliefert hast. Und wir gehen weiter mit den Interviews. Wen haben wir hier noch in der Party? Planet Donovan. Yes, Donovan. Yeah, congratulations for, well, I guess for you it's gonna be finishing the series. Yeah, exactly. Yeah, congratulations to all the guys who did well. I don't know how people mastered this car, but I certainly couldn't. Yeah, we've seen you struggle a lot in all of the sessions, actually. Today was actually my best one, probably. I only got damage about 14 minutes from the end.
Yeah, we've actually caught that your spin in Sorrentino's stream, I think. I had three. Was nice three to watch. The first spin, no damage. The second spin, 2 seconds or something, and then the last one, like 10 seconds, which was a real shame. But anyway, the race went okay, I guess. Yeah, I mean, we've had a couple of guys bailing out into the pits, so you avoided that, obviously. But overall, are you happy with the result or with the outcome in general? Yeah, I wouldn't say that. It was certainly an experience, and I have had to learn some new skills. So in that way, it's probably a good thing. Yeah. So the next sprint series we're gonna make is with the Lamborghini Super Trofeo. Are you gonna join that? I haven't decided yet. I haven't decided yet. Maybe I'll decide in the new year. Oh, okay. Yeah. God, like you, I think I'm gonna take a break for a couple of weeks now. Yeah. It gets a bit tiring, doesn't it? Yes. Yeah, there's a lot of anxiety in the run-up to the training, and it'd be nice to have a few weeks off. Yeah, I can totally understand that. But still, thanks a lot for racing in that series. We've seen, a couple of good things from you, especially remembering the two rocket cards you had. Yeah. I think Kyalami and Laguna Seca. Yeah. Yeah. So that were brilliant starts. Yeah. I can't say Those were definite highlights, yes. And yeah. There's a nice community of racers racing in this league, so that's really nice. Yeah, actually, I feel like we've got a really, actually a quite big bunch of drivers who regularly join our series and our leagues. So the confidence is growing when you drive against people who you know and from whom you can expect clean racing. So yes, the trust is a big thing. Yeah, exactly. So we actually do enjoy commentating that a lot because we get to know you guys as well. So. It's nice to follow all you guys and track your skill evolution or Especially in this series, it's been very interesting to watch guys that were slower in the GT3. It's really come to the front of the field in this series. Yes, I think there were a couple of guys who I wouldn't have expected being towards the front before starting the series. So, like I said in the beginning, it's really a case of adapting quickly to the new challenge, to the new car. And we've seen some differences in terms of that. Yeah. All right, so I think we've got one more person. I'm gonna switch back to German GTMB AMG. Haben wir jetzt noch in der Party? Matze, herzlichen Glückwunsch zu. Ich glaube, was war es am Ende? P 6 5. 5 so. Not even a stretch. give me just 5 minutes. I'll just put in the team points, and that we have also the team championship ready for presentation. The driver championship already is in the book, so you can show that. And from my side, congrats to Art Eastwood and Quino, because it was awesome races all over. Yeah, and you really deserve this win. Really deserve. Mm-hmm. It's always fun to watch you and to race you. And thank you.
for being here with us. You too. Thanks. So now by 5 minutes and I put the team championship inside. Okay. Ja, eigentlich, ich wollte dich noch kurz interviewen, aber dann mach ruhig erstmal. Sorry, ich würde vielleicht das Wort vielleicht nochmal kurz dann an dich richten. Hast du vielleicht noch ein paar Infos für uns, was die nächste Sprintserie angeht, den Huracan Super Trofeo? Ja, da kann ich natürlich noch ein bisschen was dazu sagen. Und zwar, ich hatte es eingangs schon mal kurz erwähnt, weil der Sepp danach fragte, der Dorfhead Damon. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken, wir haben mittlerweile so viele Serien hier. So, und da haben wir den Kalender vom Super Trofeo Cup. Das ist quasi auch wieder eine eigene Klasse, ähnlich wie der Porsche Cup, nur der Trofeo fährt sich wohl ein bisschen besser wie der Porsche Cup, also man kann sich schneller dran gewöhnen, kann den sicherer um den Kurs fahren, aber der hat wohl mehr Leistung, mehr PS, aber ein bisschen weniger Aero, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Dadurch macht es das Ganze natürlich auch ein bisschen schwierig. Fährt, ich bin den selber mal auf Monza gefahren und ich denke mal, der fährt so gefühlt so 5 Sekunden langsamer als die normale GT3-Klasse. Auch wieder jeder das gleiche Fahrzeug. Und ich mache jetzt mal Folgendes. Ich kopiere mir einfach mal schnell dieses Bild. Moment, wartet mal kurz und dann kann ich euch das einfach auch noch mal kurz einblenden. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das funktioniert. Das müsste ich eigentlich mir direkt schnell hier einblenden lassen können. Ich muss das Bild nur schnell abspeichern. Jetzt weiß ich nur nicht, doch ich hab's. Dann kann ich das nämlich auch schnell abspeichern und kann euch das auch schnell einblenden. Desktop Stream und ach, machen wir gleich einen neuen Ordner. 93 Trofeo. So. Dann kann ich euch das Bild gleich einblenden. Es handelt sich nur noch um Sekunden. So, ich mache es auch gleich mal direkt ein bisschen größer, damit man das gleich ein bisschen besser auch sieht. So, jetzt ist es eingeblendet, jetzt seht ihr es, den Trofeo Cup, Super Trofeo Cup, und es geht los am 13. Januar in Misano und dann auch wieder nicht im wöchentlichen Rhythmus, und da wird uns gleich der Matze was dazu sagen, weil die Sprintserie normalerweise immer wöchentlich stattgefunden hat. Aktuell haben wir da ein bisschen mehr, die Abstände sind etwas größer und ich denke mal, das hängt mit den anderen beiden Serien zusammen, mit der Season 2 der GT Masters und auch der GT Masters Endurance. Was anderes kann ich mir da fast gar nicht vorstellen. Auf jeden Fall wird die Serie jetzt auch ein bisschen länger gehen. Wie gesagt, am 13.01. in Misano, am 27.01. auf dem Nürburgring, am 3.02. in Barcelona, am 10.02. in Spa, am 24.02. in Paul Ricard, am 3.03. in Silverstone und das Finale dann am 10.03. am 10. März in Monza. Also, wer da mitfahren möchte, wer da Interesse hat, kann hier auch gerne auf die Homepage gehen, acc-world.net. Da stehen nochmal alle Informationen, das Regelwerk, da steht alles drin, da findet ihr alles. Und wenn ihr dazu noch Fragen habt, diskutiert, kommuniziert und sonstiges, wird auf jeden Fall auf dem Discord bekannt gegeben und auch die Fahrer unterhalten sich dort sehr anregend, natürlich alles auf Englisch, nicht wie wir kommentieren, aber wir haben da scheinbar in der Schule oder ich habe da in der Schule nicht so gut aufgepasst, deswegen ist mein Englisch da auch nicht erwähnenswert. So, so viel mal zu dem Trofeo Cup. Natürlich gibt es auch, wie angesprochen, noch die GT Masters Season 2, die wir ja schon dieses Jahr beendet haben. Und
Da habe ich da auch Bilder nehmen. Da habe ich leider kein Bild, aber ich lese es euch jetzt gleich nochmal vor. Wo haben wir die Season 2? Die Season 2 haben wir hier. Da gibt es auch gar kein Bild. Wir haben nämlich auch für die GT Master Season 2 die Pre-Qualifyings. Da werden wir festlegen, wer in welcher Lobby startet. Und so wie es ausschaut, haben wir zu der Season 2, zur GT Masters bereits weit über 60 Anmeldungen. Das heißt, der Matze hat auch schon beschlossen, einen vierten Server aufzumachen. Das heißt, wir können mit 80 Fahrern mit diesem Event aufwarten. Und dafür veranstalten wir eben diese Pre-Qualifyings, um die Fahrer in den Lobbys oder in den Tiers, in den Stufen unterzubringen. Und es wird, so wie ich das sehe, oder wird uns auch gleich Matze nochmal bestätigen können, auch wieder einen Auf- und Abstieg geben. Genau, wir haben aktuell 68 Fahrer angemeldet, das heißt, wir haben noch 11 Plätze frei, wenn ich mich jetzt nicht verrechne, 12 Plätze frei, aus allen Kontinenten wieder welche dabei. Pre-Qualifying, wie erwähnt, in Monza in der Woche davor, 30 Minuten Zeit, wer die schnellste saubere Zeit zählt und auch das Auto, was man fährt, das zählt. Und dann haben wir 4 Lobbys zum Start und selbstverständlich, es steigen wieder 4 Fahrer auf und ab. Das heißt also, Lobby 1 zum Beispiel für Absteiger, die letzten 4 und die ersten 4 von Lobby 2 steigen auf und so weiter und so fort, bis runter zu 4. Also meldet euch fleißig an, sind noch ein paar Plätze da. Das Rennen macht unheimlich Spaß, weil es sehr enges Feld ist und durch diese große Teilnehmerzahl sind auch spannende Kämpfe von Lobby A bis 4 vorprogrammiert, weil halt jeder auf seinem Niveau fahren kann. Das Schöne war auch, letzte Saison haben wir schön gesehen, wie viele Fahrer sich auch wirklich positiv entwickelt haben und sauberer wurden, vertrauter wurden und wirklich gute Rennen gefahren sind. Also wirklich klasse. Genau, sehr schön. Ja, und wenn du gleich da bist, Matze, wir haben ja noch ein drittes Event, quasi die GT Masters Endurance. Erzähl uns doch dazu auch gleich nochmal ein paar Worte, weil die zieht sich ja übers komplette nächste Jahr dann, ne? Genau, also wir haben quasi das gesamte nächste Jahr durchgeplant, sodass wir deswegen auch die Unterbrechung des Super Trofeo Cup ist, sodass wir wirklich 14 Tage vorher oder eine Woche vorher Zeit haben, alles vorzubereiten. Beginnen werden wir am 20. Februar um 12 Uhr mit den 12 Stunden von Bathurst. Stand jetzt, und ich denke nicht, dass sich was ändern wird, werden wir dort in 6 Stints eine Stunde 45 fahren. Ein Pflichtboxenstopp, das Wetter wird dem originalen Zeitpunkt entsprechen, pro Stint. Auch da haben wir theoretisch 60 oder 80 Plätze, je nachdem, wie das nimmt und wie viele, mal sehen, wie viele sich anmelden werden. Beginnen tun wir, wie gesagt, am 20. Februar in Bathurst. Dann geht es weiter, ich glaube, 8 Wochen später, die Daten stehen auf dem Server, in Kalifornien. Dann haben wir das 24-Stunden-Rennen in Spa. Wir haben 10 Stunden Suzuka und zum Schluss 9 Stunden Kyalami Anfang November nächsten Jahres. Genau, mit dem Tagerhythmus auch mit dem ACGT Master Season 2. Also, dass wir da uns nicht in die Wege kommen und in die Quere kommen. Und dann hoffe ich mal, das wird ein voller Erfolg. Viele Teams. Ja. Man kann auch sagen, es wird eine Teammeisterschaft geben und eine Fahrermeisterschaft. Das heißt also, Teams müssen ein Auto melden, können darauf ihre Fahrer bestücken und das Team an und für sich darf das Auto nicht wechseln und die Nummer nicht wechseln. Das Team, was die meisten Punkte am Ende des Jahres hat, gewinnt die Championship. Und der Fahrer-Weltmeisterschaft läuft so, dass der Fahrer, der am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt, egal auf welchem Auto er gesessen hat. Das heißt also, ein Team wie GPR, das 2 Teams stellt zum Beispiel, könnte dann auch die Fahrer untereinander austauschen, ne, oder einen Ersatzfahrer einnominieren, aber das Auto fährt weiterhin als Team für die Championship, wie das im echten halt auch ist. Ja, genau. Ja gut, wir haben natürlich auch ein bisschen jetzt gelernt,
von den Fehlern, die gemacht wurden beim 9-Stunden-Event in Kialami, war das erste Event überhaupt auf der Konsole, ich sag mal das erste Langstrecken-Event über echte 9 Stunden. Und konnten da natürlich schon das ein oder andere dann auch mit dazulernen auch. Ja, wir nutzen die Erfahrung, die wir natürlich jetzt, du und ich, Aqua, wie sie alle heißen, in den Kulissen mitarbeiten, die wir haben jetzt aus den Rennen, die wir dieses Jahr veranstaltet haben, auch die wir, wie heißt es, letztes Jahr gemacht haben, die 9-Stunden-Rennen bei anderen Serien und so weiter, das verarbeiten wir natürlich alles und hoffen, dass wir das so fehlerfrei wie möglich über die Bühne kriegen. Hoffen wir. Ja, es ist natürlich auch nicht immer ganz so einfach, aber wir machen uns da auch sehr intensiv Gedanken, vor allem du, Matze, dass wir da auch ordentliche Events stellen können. Und ich sag mal, oder ich möchte mal behaupten, die zweite Season der GT Masters, die war jetzt innerhalb von kürzester Zeit komplett wieder voll, ja. Es spricht auf jeden Fall für dich, Matze. Na, es ist für uns, das ist ja immer ein Team und du kümmerst dich um alle Streams, du hast auch meine Streams ja vorbereitet mit allen Grafiken und so weiter. Das ist ja schon eine Teamarbeit und das sieht man dann auch am Ende, dass du kannst dich auf die Streams konzentrieren und das machen und das hilft dann schon ungemein, wenn man nicht alles machen muss. Ja, da, also da absolut. Ja, dann sage ich Ich will auf jeden Fall auch noch Danke sagen, Aqua und dir für die tolle Übertragung. Ich freue mich schon nachher, wenn ich die Übertragung wieder anschauen kann. Beide. Mal sehen, was zu sehen ist. Das ist immer total spannend am nächsten Tag. Ich schalte mir das auf der Arbeit. Jetzt darf ich nicht mehr auf die Arbeit fahren, aber ich habe mir das auf die Arbeit immer auf den großen Fernseher gelegt und habe das angemacht. Und dann kamen die Leute ran, haben geguckt, was da im Hintergrund lief. Das war immer sehr interessant. Ja, ich bin komplett, wir organisieren Rennen und fahren ein bisschen Autorennen, so Simracing. Auch sehr interessant. Ja. Also danke euch. Ja, gerne. Machen wir gerne. Wir haben zu danken, dass wir das auch tun dürfen. Ja, ist uns wirklich eine ganz, ganz große Ehre und ich denke, ich spreche da auch für dich, Adrian. Ja, so ist es. Vielen Dank. Dass ich das machen durfte. Ich würde es in Zukunft gerne weitermachen mit dir, Sori, und ich bringe mich natürlich auch, soweit ich kann, in die Organisation ein, aber natürlich großes Dank an dich, Matze. Da steckt schon einiges dahinter, was viele der Fahrer wahrscheinlich auch gar nicht mitbekommen, wie viel Arbeit das eigentlich ist, um das Ganze hier so aufzuziehen, wie wir das tun. Also, vielen Dank, Matze. Ihr dürft alles übertragen bei uns. Ja, wunderschön. Da geht die erste Saison mit dem Adrian nämlich auch erstmal zu Ende. Aber ich freue mich. Also es hat mir erstmal riesig, riesig Spaß gemacht, mit dir das Ganze zu kommentieren. Und wir lernen natürlich auch noch dazu. Also nehmt uns das ein oder andere Problemchen dann nicht übel. Und ich freue mich natürlich auch riesig, wenn ich da wieder gemeinsam mit Adrian kommentieren kann. Wir werden uns natürlich auch nochmal Gedanken machen, was können wir verändern, was können wir besser machen, was ist vielleicht überflüssig. Also auch wenn von eurer Seite her da mal Kritik kommt, nehmen wir das gerne positiv auf. Wenn euch irgendwas fehlt, dann schreibt uns das, dann versuchen wir da das auch entsprechend zu bewerten und dann auch zu integrieren. Ja, also auch an dich, Adrian, vielen lieben Dank, hat mir wirklich viel Spaß gemacht und ich bin mir sicher, nächstes Jahr, wir werden uns dann noch abstimmen, machen wir auf jeden Fall auch wieder was zusammen. Genau, also vielen Dank, hat Spaß gemacht, auch das kann ich nur zurückgeben und ja, absolut, also ich bin mir sicher, ich werde irgendwas auch selber wieder fahren wollen, aber im Moment weiß ich noch nicht was, von daher. ich bin mir aber sicher, dass wir die eine oder andere Serie dann wieder gemeinsam kommentieren werden. Ja, genau. Das ist schön und wir
sehen uns auf jeden Fall wieder, beziehungsweise hören uns am Samstag wieder. Denn da findet das vorletzte Rennen der EC GT3 statt, der European GT3 Championship. Am Samstagabend um 19 Uhr fängt es an mit dem freien Training, Qualifying und dann 60 Minuten Racing. Und das ist dann auch schon das letzte Rennen, das wir übertragen in diesem Jahr, beziehungsweise das ich übertrage. Vielleicht findet der Adrian die Zeit, er ist gerne recht herzlich eingeladen. Aber das sehen wir uns auf jeden Fall spätestens. Und ansonsten geht es dann weiter im neuen Jahr am 9.01. das Finale eben der European GT3 Championship auf dem Hungaroring. Genau, Hungaroring haben wir nämlich verschoben vom 5.12. auf den 9.01. Und dann fangen die neuen Serien schon an. Da geht es dann, glaube ich, los am 13. mit dem Trofeo Cup. Aber die Termine, die sind auch soweit alle dann jetzt in der Schlussszene noch eingeblendet. Und ja, dann sage ich auf jeden Fall recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Einen wunderschönen Mittwochabend noch und dann hoffe ich, sehen wir uns wieder am am Samstag. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.
macht er und es schaut gut aus. Er ist auf der Innenseite und er ist vorbei. Ah. Oder vielleicht auch nicht. Es sieht hier natürlich optisch ein bisschen anders aus. Olli reitet.